So, hallihallo ihr Lieben. Wir freuen uns wieder, euch heute hier begrüßen zu können. Ja, wir drehen ein Video. Wir haben schon mehrere Videos gedreht. Der Dr. Hartmut Fischer mit mir zusammen haben hier wieder ein paar Mittel stehen. Es geht natürlich um das Hauptthema DMSO. Aber ja, wir stellen ja jetzt, haben schon in den letzten Wochen immer mal ja, andere Substanzen vorgestellt, die man mit DMSO kombinieren kann. Heute wollen wir ein bisschen die rechtsdrehende Milchsäure begutachten. Und ja, ich frage dich einfach mal oder sag erstmal ja. Erstmal herzlich willkommen natürlich wieder. Herzlich und willkommen, ja. Genau. Danke. Und ja, die rechtsdrehende Milchsäure. Was ist die rechtsdrehende Milchsäure, frage ich erstmal, damit wir das hier so ein bisschen mal erklären. Genau, da ist eine Begriffsbestimmung notwendig. Genau. Hm? Also es gibt rechtsdrehende Milchsäure, die bildet die sogenannten Laktate. Ja. Das ist also eine organische Säure, wie der Name sagt. Wie zum Beispiel Essigsäure ist auch eine organische Säure. Und rechtsdrehende Milchsäure wird von Bakterien gebildet. Zum Beispiel, wenn sie Laktose, das ist jetzt eben der andere Begriff, verarbeiten. Laktose ist der Milchzucker. Mhm. Und dann gibt es noch den Begriff der Laktase. Ja. Das ist das entsprechende Enzym, das insbesondere Säuglinge, also Kinder, haben, um Laktose, also Milchzucker, zu spalten. Mhm. Und das hat aber nichts mit der rechtsdrehenden Milchsäure zu tun, die Laktate bildet. Ja. Ich werde das oft gefragt, kann ich denn rechtsdrehende Milchsäure zu mir nehmen, wenn ich Laktoseintoleranz habe, ne, fragen dann die Leute. Ja. Aber das sind eben völlig drei völlig verschiedene Dinge. Und Laktoseintoleranz ist für einen Erwachsenen eigentlich der natürliche Normalzustand, weil die Natur hat es so eingerichtet, dass Säugetiere jenseits des Säuglingsalters keine Milch mehr vertragen. Ja, das also, muss man sich dann auch mal klar machen. Ja? Es gibt so viele Menschen heute, die also, sagen, ich habe Laktoseintoleranz. Diese sogenannte Laktoseintoleranz ist dementsprechend also keine Krankheitsdiagnose, sondern eine Normalitätsbescheinigung. Ja, eine Normalitätsbescheinigung, sollte man sich klar machen. Ja? Wirklich, und die Laktase, eben dieses Enzym, das der Mensch hat als Kind, um Milchzucker aufzuspalten, die geht normalerweise im Lauf der Pubertät bis zum Erwachsenenalter mehr und mehr verloren. Ja. Und dann vertragen wir eben keinen Milchzucker mehr im Darm. Der Milchzucker führt zu Blähungen, manchmal auch zu Entzündungen und so weiter. Das ist also ein ganz normaler Vorgang. Mhm. Aber zurück zur rechtsdrehenden Milchsäure. Das ist eine organische Säure, zu der von Frau Dr. Freida sehr viel geforscht wurde. Das kann man im Internet nachgucken. Okay. Manche sagen auch Dr. Frieda, es wird mit Y geschrieben. Mhm. Ich habe verschiedene Nennungen schon gehört. Und die hat eben sehr schön gezeigt, dass die rechtsdrehende Milchsäure, also diese isomere Form, die von den Bakterien gebildet wird, von den Milchsäurebakterien gebildet wird, dass die den Körper in die Lage versetzt, zu entgiften, auszuleiden, Zellfunktionen zu stabilisieren, Mitochondrienaktivität unterstützt und vieles mehr. Also man kann das nachlesen. Ja, und deswegen ist es kein Wunder, dass der Mensch irgendwann festgestellt hat, dass natürliches, unerhitztes Sauerkraut ein hervorragendes Tonikum ist, ein richtiges Heilmittel, auf das wir in der Regel keinen Zugriff mehr haben, weil Sauerkraut industriell hergestellt und damit eben auch erhitzt und konserviert wird. Genau. Und es praktisch keinen mehr gibt, der diese Tontöpfe im Keller stehen hat. Genau, man kennt es noch aus Omas Zeiten, die Töpfe mit Sauerkraut, und da ist auch dann die rechtsdrehende Milchsäure enthalten. Ja? Ja, und die gute Botschaft ist jetzt eben, man kann die kaufen als Reinsubstanz wieder, wie ich immer sage. Wir wenden natürliche Substanzen, naturgegebene Mittel an, möglichst rein, kostengünstig, gut verfügbar. Und so ist das mit der rechtsdrehenden Milchsäure auch.
Ja, und ich habe das dann in so Pipettenfläschchen einfach abgefüllt. Konzentration ca. 21%. Also entweder kauft man reine rechtsdrehende Milchsäure und verdünnt es sich. Oder 21% hat die Milchsäure? Nee, die kann man in höheren Konzentrationen kaufen, aber die Anwendungsform, also so wie ich es dann anwende, das sind ca. 21% oder 20%. Gibt es auch in der Apotheke als RMS-Städtchen, so nennt sich das. Ich kaufe es mir, wie gesagt, selbst in Reinform und fülle es mir in Pipettenfläschchen ab. Und die rechtsdrehende Milchsäure ist jetzt mit DMSO zusammen, sehr gut verwendbar, entweder für äußerliche Anwendungen, als Mischung wieder, wo man zum Beispiel, sagen wir mal, 5 Teile DMSO, 1 Teil rechtsdrehende Milchsäure und der Rest wieder Magnesium-Chloridsäure. Das wäre so eine typische Mischung oder ein bisschen weniger DMSO auch noch. Womit man eben... Also ich wiederhole es nochmal, 5 Teile DMSO und 1 Teil rechtsdrehende Milchsäure. Und das ist dann die 20%ige Milchsäure und DMSO pur, die 5 Teile. Ja. Also keine Mischung schon, also die 5 Teile DMSO, 1 Teil rechtsdrehende Milchsäure und 4 Teile Magnesiumchloridlösung. Das ist für mich so eine typische Mischung. Man kann auch 3 Teile DMSO, 2 Teile rechtsdrehende Milchsäure und der Rest dann Magnesiumchloridlösung nehmen. Das kann man also variieren. Damit kann man sich auch sehr gut entzündliche Gelenke behandeln, Sportverletzungen behandeln. Was fällt mir noch ein? Oberflächliche Entzündungen. Und diese Mischung hat auch im kosmetischen Bereich Bedeutung. Ich werde sehr häufig nach der Anwendung von DMSO im kosmetischen Bereich gefragt. Also auch Faltenbehandlung, Anti-Aging ist da ein ganz wichtiges Thema für viele Menschen. Und die rechtsdrehende Milchsäure zusammen mit DMSO ist ein sehr gutes Antifaltenmittel. Kann man, sehr gut zu wissen für die Frau. Ja. Für den Mann auch. Was man sogar unterspritzen kann. Also es gibt von der Victoria Apotheke in Saarbrücken auch eine Ampullenmischung. Direkt mit rechtsdrehendem Laktat und DMSO fix und fertig gemischt in steriler Form. Das kann man also auch bei Falten unterspritzen. Die äußerliche Anwendung ist da nicht geeignet? Doch, auch beides. Kann man sich selbst mischen und äußerlich auftragen und hinterher die Haut schön nachpflegen mit einem natürlichen Fett, Kokosfett oder Mandelöl oder was man möchte. Auch wieder ganz rein. Also nicht bei der Kosmetikindustrie irgendeine Mischung zu schaffen, von der man auf der Zutatenliste nicht so genau weiß, was das alles ist, sondern die Haut immer mit ganz reinen Pflanzenfetten pflegen. Ja. Und wenn man die Haut nachpflegt nach dieser DMSO, rechtsdrehender Milchsäure-Mischung nach der Anwendung, dann kann man damit sehr gute kosmetische Effekte erzielen. Und diese Mischung nimmst du jetzt für äußere Anwendungen oder kann man die auch für innerliche Anwendungen benutzen? Ich sag mal, außer dass wir es jetzt vielleicht unterspritzen wollen, aber auch für gesundheitliche Zwecke. Genau, also die Injektion wäre schon eine innerliche Anwendung per Definition, ist aber ja Ärzten und Heilpraktikern vorbehalten. Oder man macht es an sich selbst, das ist natürlich auch erlaubt, selbstverständlich, was manche Leute irgendwie auch nicht verstehen, aber es ist tatsächlich erlaubt, an sich selbst zu machen, was man will, natürlich. Und innerliche Anwendung heißt dann aber natürlich trinken. Ja, genau. Trinken oder essen, oder wie man auch sagen will, also orale Anwendung.
da ist es bei mir inzwischen so, dass ich die rechtsdrehende Milchsäure anstatt Essig verwende. Mhm. Die hat bei mir also inzwischen einen festen Platz in der Küche. Genauso wie das Magnesiumchlorid auch, über das wir schon mal gesprochen hatten. Die rechtsdrehende Milchsäure verwende ich anstatt Essig, also sozusagen anstatt Essigsäure. Also quasi dann die 20%ige, ja, oder? Ja, genau. Mhm. Wieder in dieser Konzentration. Die kommt bei mir in grüne Smoothies, die kommt in die Linsenbohnen-Erbsengerichte, wo man ja sonst auch als Hausfrau gerne einen Schuss Essig dazu tut. Als Hausmann natürlich auch. Oder auch in Salate. Ja. Ist geschmacklich auch sehr rund, sehr harmonisch. Und ich ersetze damit eben die Essigsäure. Essigsäure ist eigentlich körperbelastend. Mhm. Ist das Endprodukt vom Alkohol, wo wir sagen, wir bekommen einen Kater. Ja. Das ist also der Vorgang, wenn der Körper übersäuert durch die Verstoffwechselung des Alkohols zur Essigsäure. Ja. Und mit rechtsdrehender Milchsäure kann man also auch in der Küche durch orale Einnahme sehr gut und positiv gesundheitlich Effekte für sich erzielen. Mhm. Sehr schön. Ja, das werde ich auch mal ausprobieren mit der rechtsdrehenden Milchsäure. Also man könnte auch einfach eine Trinklösung machen, so wie wir sie mit Magnesiumchlorid machen oder mit DMSO machen. Aber das ist in dem Fall eigentlich zu langweilig, es mit der Nahrung zu kombinieren. Die rechtsdrehende Milchsäure macht mehr Sinn noch. Ja, vielen Dank für die ausführliche Information wieder. Ja, jetzt, ich sag mal, wir haben jetzt schon einige Videos gedreht über DMSO. Es kommt ja immer so Stück für Stück wieder ein bisschen was zusammen. Heute ging es jetzt über die rechtsdrehende Milchsäure. Ja, es wird noch ein weiteres Video folgen über die logolische Lösung. Das wollen wir auf jeden Fall noch machen. Da bin ich auch sehr neugierig und hoffe, ihr schaltet wieder dazu ein und würde mich für heute jetzt erstmal wieder verabschieden. Und ja, sag mir wieder mal vielen lieben Dank für die vielen Erklärungen hier und das ausführliche Beschreiben auch immer. Das bringt mich auch immer ein Stückchen wieder weiter und ich hoffe euch auch. Insofern sage ich wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns nochmal. Tschüss.